Wer dich bekannt machen darf? Karl? Jean? Jean ist mein Freund. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, ich bin entzückt. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Und ich bin ein großer Fan Ihrer Kollektion. Sie haben Stil und Sie sind fesch. Fesch? Fesch? Sagt man das? Ich hoffe doch beides. Ja. Jean wohnt erst seit kurzem in Paris. Und danke nochmal, Karl, dass du gekommen bist. Das Aber nicht doch. Wer könnte schon deiner Einladung widerstehen? Danke. Ein großes Lob für Nummer 5. Der Duft ist ein Traum. Nicht mein Verdienst, das gab es schon vor mir. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass es international so bekannt geworden wäre ohne Sie und ohne Marilyn Monroe.